Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joe Craft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Craft Attack. Wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, die Uhr läuft und funktioniert und ist immer noch auf so einer großen Zahl. Wie sich nämlich herausgestellt hat, ist es überhaupt gar kein Chunkloading-Problem. Die Uhr befindet sich im Spawn-Chunk. Ihr habt ja hoffentlich das Video gesehen, der neue Chunkloader. Dort habe ich euch erklärt, was so ein Spawn-Chunk ist. Die Uhr befindet sich da drin und funktioniert. Es war tatsächlich Stegi. Was, Stegi oder Colin? Einer von beiden hat auf jeden Fall diese Uhr in einem Livestream auf die echte Serverzeit gestellt. Wenn wir F3 drücken, sehen wir hier links Day, wo gerade meine Maus ist, 462. Und ihr seht, das Ganze ist mit meiner Uhr synchronisiert. Und wir werden heute in der Folge sehen, dass sich gleich das Ganze updaten wird. In der Zwischenzeit hatte ich einen Livestream auf Twitch, den könnt ihr euch kostenlos als Videoaufzeichnung natürlich auch noch auf Twitch angucken, indem ihr einfach den Link benutzt, den ihr in der Videobeschreibung findet. Und in dem Livestream haben wir angefangen, das da oben zu bauen und wir werden das jetzt gleich zusammen weiterbauen. Und in dem Livestream hat es Felix Dena geschafft, als erster die Technik kaputt zu machen. Nein, alles gut, es ist nichts passiert. Er hat versucht, mit Wasser sich auf seinen Fall aufzufangen und dann ist das Wasser in die Uhr reingelaufen, hat keinen großen Schaden angerichtet. Alles gut, es ist nichts Schlimmes passiert. Ja, aber ich hätte niemals im Leben gedacht, dass Dena der Erste ist, der die Uhr irgendwie beschädigt. Das heißt, wir müssen uns wirklich beeilen, dass wir schnell das abrunden. Es soll ja auch noch irgendwie ein Rahmen drumherum, es soll ja nett aussehen. Es sieht ja aktuell ziemlich kack aus, wie es da aus dem Berg rausguckt. Ich glaube, hier unten erwartet mich ein Creeper, ne? Mhm. Hallo Creeper, wie geht es dir? Nee. Lass gut sein. Oh oh. Junge, die brauchen aber ziemlich viele Schläge in letzter Zeit. So, ihr Lieben, wir werden jetzt Folgendes machen. Ich zeige euch einmal ganz kurz, was wir im Livestream gebaut haben. Und wir werden jetzt in den nächsten Folgen hier auf YouTube diese Uhr fertig bauen. Also die analoge Uhr. Ich finde, die ist die etwas spannendere. Die digitale Uhr, die das Datum anzeigt, also die Tage, die vergangen sind, die ist zwar auch spannend, wenn sie fertig ist, wie jetzt, aber die war eine Hölle zu bauen. Und ich glaube, für euch wäre das nicht so spannend gewesen, weil da sehr viele komplexe Schaltungen sind, die vor allem sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Uhr, die wir jetzt bauen, nimmt nicht so ganz viel Zeit in Anspruch vom Bauen der Schaltung her, ist aber weitaus komplexer und auch ein bisschen mathematisch. Denn wir müssen ein bisschen Mathematik gleich machen. Aber keine Sorge, Leute. Ich mache es natürlich so, dass ihr es versteht. Das ist sie. Der Innenraum, der Technik. Gemein, ja. Einige Zuschauer werden jetzt sagen, okay, ich mache es so, dass du es verstehst. Und dann kommt das so, ja, nee, komm, tschüss. So schlimm ist das nicht. Ich weiß, dass einige von euch noch nie viel mit Redstone gemacht haben. Aber das ist, also alles, was ihr da seht, ist einfacher, als ihr denkt. Was wir nämlich hier haben, ist ein ganz normaler Sandcounter. Das heißt, jedes Mal, wenn ich auf diesen Knopf drücke, geht ein weiterer Sand an. Das habe ich euch schon tausendmal erklärt, wie der funktioniert. Das ist ziemlich easy. Ja, da, wunderbar. Ich habe euch das, ihr müsst die Folgen Craft Attack gucken. Ansonsten könnt ihr auch nichts dazu lernen. So, und auf diesen Knopf drücken resettet man das. Und die Schaltung, die wir hier haben, diese ganzen Sachen, die sorgen einfach nur dafür, dass immer nur eine Fackel an ist. Ihr seht, die Fackel ist da oben an. Und wer jetzt die letzten Folgen gesehen hat, der weiß auch, dass das die Schaltung ist, die ich in der Redstone World verwende. Und dass es das die Schaltung ist, die ich ursprünglich in Craft Attack bauen wollte. War dann aber nichts. So. Ihr seht, jedes Mal, wenn ich auf den Knopf drücke, geht das Signal ein weiter. Wir haben hier 8 verschiedene Signale und jedes Mal, wenn ich auf den Knopf drücke, geht das Signal ein weiter. Das ist schon alles. Und ihr seht, das ist relativ groß, relativ komplex. Es funktioniert genauso wie das hier unten in der Uhr. Da ist es nämlich genauso. Es ist genau das Gleiche. Hier haben wir auch diese Schaltung, die ich jetzt gerade euch zeige. Bei der Schaltung ist es auch so, dass jedes Mal, wenn plus, also jedes Mal, wenn es ein Stromsignal geht, wird dieses Ding plus 1 rechnen. Das heißt, sobald jetzt gleich der Tag anbricht, dann geht das nach dahin. Vielleicht können wir das ja sogar sehen, wenn jetzt gerade die Leute im Bett sind oder versuchen zu schlafen. Wir warten mal einen Moment. Vielleicht sehen wir das ja sogar gleich. Aktuell zeigt das Display rechts außen 2 an. Wenn dieser Verstärker an ist, ist es 1. 2, 3, 4. Nee, Moment, er zeigt 2. Das ist 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Er zeigt aktuell 2 an. Das heißt, wenn wir jetzt rausgehen, sehen wir hier eine 2. So. Und wenn es ein Stromsignal geht, dann wandert dieses Redstone-Signal ein Stückchen weiter nach rechts.
Jetzt werdet ihr euch fragen, warum baue ich diese riesengroße, komplizierte Schaltung mit Sand hier um und warum baue ich nicht diese viel einfachere Schaltung? Ihr seht hier eine relativ große Schaltung, die macht genau das Gleiche. Wir haben ein Redstone-Signal da und immer wenn ich auf den Knopf drücke, schiebt das Signal ein Stückchen weiter nach links. Seht, das Signal schiebt sich, Moment, auf den Knopf muss ich drücken. Das Signal schiebt sich ein wenig weiter nach links. So, und die Antwort ist relativ einfach. Wir haben dieses System so gebaut, dass es sich sehr einfach resetten kann. Ihr seht, egal an welcher Position sich das Ding befindet. Na, seht ihr das? Jetzt gehen wir mal an irgendeine Position. Wir befinden uns jetzt genau in der Mitte. Das Signal ist jetzt genau in der Mitte. Wenn ich jetzt auf Reset drücke, wird es immer nach rechts zurückgesetzt. Da, habt ihr gesehen? Und das ist ungemein wichtig für die Tageszeituhr. Die Tage zählen immer plus 1. Es wird niemals vorkommen, es ist natürlich unmöglich, dass jemals ein Tag rückwärts zählt. Ne, macht ja Sinn. Also, oder dass ein Tag irgendwie übersprungen wird. Das ist auch unmöglich. Es wird niemals ein Tag übersprungen in Minecraft. Okay? Ihr seht, jetzt steht hier die 3. Vorher war es eine 2, jetzt steht hier die 3. Okay? Aber dass eine Nacht übersprungen wird, ist absolut möglich. Das heißt, wenn quasi das unsere Uhr ist, dann läuft die Uhr, nee, die läuft für euch so herum. Und jetzt plötzlich schlafen die Leute. Da muss die Uhr ja zurückspringen. Die muss ich ja wieder sofort resetten, damit die Uhr wieder von vorne anfängt zu zeigen, wenn ein neuer Tag beginnt. Ich glaube, das hat jeder von euch verstanden. Genau so werden wir die Uhr jetzt bauen. Die Uhr wird wahrscheinlich, ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich jetzt die Uhr anlege, von der Zeit her. Ich würde sagen, dass der erste Zähler immer hier unten ist. Das ist die erste Nummer. Das ist die erste Position der Uhr, ist genau die Mitte. Wenn der Tag beginnt, ist die Uhr genau so. Die Mitte des Tages ist dann erreicht, wenn die Uhr oben ist, und die Nacht beginnt, wenn die Uhr wieder unten ist. Was meint ihr? Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die Uhr zu bauen. Wir können die so bauen, dass quasi die Uhr oben beginnt und einmal durchcycelt und dann ist Nacht und dann cycelt sie nochmal durch. Das wäre meine Variante, aber es gibt noch die realistische Variante, dass man sagt, immer um 6 Uhr ist der Umschwung. Das heißt, wenn die Uhr oben ist, ist die Hälfte des Tages geschafft und wenn sie weitergeht, ist das so. Es ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Also da weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, welche Variante ich besser finde. Das Schöne ist, wir können das ändern. Wenn wir merken oder wenn die Leute auf dem Server das irgendwie kritisieren und sagen, so, Herr Moment, ich würde jetzt folgende Variante machen. Und zwar immer, wenn der Zeiger oben ist, beginnt der Tag in Minecraft. Und er dauert so lange, bis der Zeiger wieder oben angekommen ist. Dann beginnt die Nacht, dann geht der Zeiger wieder und dann geht es los. Natürlich für euch so herum. Ihr seht das ganze spiegelverkehrt. So herum wird der Zeiger. Nee, Moment, doch, so herum. Nee, so herum. Für euch so herum. Also quasi im Uhrzeigersinn soll sich das Ding drehen. Im Uhrzeigersinn. Also, es ist Tag, es ist Nacht, es ist Tag. Und dann wiederholt sich das Ganze. Okay? Das ist quasi die Idee. So, jetzt gerade ist dann Tag, dann cycelt das Ding mal durch und dann ist wieder Nacht. Das heißt, wir verbinden jetzt jedes Redstone-Dings mit einem Zeiger da oben. So, und dann würde ich mal sagen, ihr liebe Leute, weil es so cool ist, machen wir das heute in einem Zeitraffer. 3, 2, 1. Da sind wir wieder. Hey Leute,
So, also ich muss mal gerade feststellen, wie durchaus hilfreich diese neuen Scaffolding-Blöcke sind. Die sind ja wirklich beim Bau, vor allem auch im Redstone, eine ungemeine Erleichterung, wenn man einmal anfängt, damit richtig zu arbeiten. Tolle Dinger. Tolle, tolle Dinger. Also, jetzt machen wir kurz einen Test, ob jetzt alles klappt, was wir hier bereits gebaut haben. Tolle Dinger. Tolle Dinger. Ich sag's immer wieder. Das hier kommt jetzt erstmal weg. Da kommt später das Uhrenblatt dran. Da müssen wir auch nochmal dran arbeiten, dass das am Ende auch schön aussieht. Was wir jetzt haben, ist ein. Wir sehen, alle Kolben sind aktuell ausgefahren. Jetzt machen wir ganz kurz einen kleinen Systemcheck. Also, wir fahren. Nummer 1. Wir sollten uns mal einen besseren Weg hier rausbahnen, dass wir auch wirklich alles beobachten können. So, wir sehen, der obere Kolben und der seitliche ist eingefahren. Das ist nicht richtig. Jetzt müssen wir mal ganz kurz rausfinden, woran das liegt, dass jetzt die beiden ausgefahren sind. Ich könnte mir schon denken, dass ich da irgendwo was geschafft habe, nicht hinzukriegen. So, erstmal nach oben. Warum sind jetzt beide deaktiviert? Der ist auch deaktiviert. Warum ist der deaktiviert? Der dürfte gar nicht deaktiviert sein. Ah, Moment, Moment. Blip, 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 blip. Alles gut. Stopp. Ich habe einen kleinen Konstruktions- und Denkfehler drin in der Schaltung. Moment, der ist schnell behoben. Sprach's und legte hier. So, okay. Denn es ist ja so, dass standardmäßig der immer ausgefahren ist. Alles gut. Ich habe einen kleinen Denkfehler nur gemacht. Jetzt ist aber alles richtig. Genau, standardmäßig ist ja immer der obere Zeiger eingeklappt. Wunderbar. Seht ihr? Dann rechnen wir plus 1. Und jetzt müsste rechts außen der Zeiger. Genau, wunderbar. Dann, das Spielchen können wir jetzt ein paar Mal fortsetzen. Plus 1. Und der nächste Zeiger klappt sich aus. Wunderbar. Dann plus 1. Und der Zeiger ist dran. Jetzt kommt der, der unten ist. Hat funktioniert und der andere klappt wieder ein. Jetzt kommt der, der seitlich ist. Na, hat das jetzt nicht geklappt? Warum ist der jetzt in der Mitte? Moment mal schauen. Hier mal, was hier los ist. Irgendwas ist hier strange. What is strange? Der war ausgegangen. Okay, Moment. Jetzt kommt in der Mitte der. Habe ich irgendwie das falsch gemacht? Jetzt kommt der in der Mitte. In der Mitte, okay. Und jetzt kommt der an der Seite. Oh, hier fehlt ein Verstärker. Okay, alles klar. Jetzt verstehe ich auch, was uns geklappt hat. Jetzt aber. Hat geklappt. Dann der links in der Mitte. Waagerecht. Sieht gut aus. Check. Und zu guter Letzt der füllende Halbkreis. Auch geklappt und dann immer zur vollen Stunde gibt es den Reset. Dadurch müsste automatisch der Hauptzeiger angehen. Geschafft. Das war sehr ergiebig, das war sehr erfolgreich, das hat funktioniert. Wir hören unten die andere Uhr weiterschalten. Dann fangen wir mal ganz kurz an, jetzt hier Schnee draufzusetzen. Erstmal eckig. Da kommt nachher noch mehr Schnee drumherum. Ich glaube, das reicht nicht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch Schnee organisieren. Das bedeutet, Basti GHG einen Besuch abstatten. Ja, das wird nicht reichen, denn es kommt ja noch Schnee drumherum als Outlining. Wir wollen ja einen Kreis bilden, ne? Habt ihr auch schon dran gedacht, ne? Ja, der Schnee reicht nicht aus, den uns IOSA 100 dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Denn wir müssen noch einmal hier ein Outlining machen und dann ist die Uhr eckig und nicht rund. Wir können auch eine eckige Uhr machen, Leute, aber ich glaube, die runde Uhr sähe schöner aus. Hm, 20, 19, 18. Nee, reicht nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Blöcke. Das ist eine relativ knappe Kiste. Um nur so ein paar Blöckchen reicht es nicht. Krass. Witzig.
dass es so knapp ist. Gut, dann müssen wir noch mal ganz kurz zur Basti GAG gehen und dort sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Vielen Dank, obwohl wir können ja anders machen. Doch, wir sehen uns im nächsten Video bei Basti GAG wieder. Ich erinnere mich, der baut ja etwas ziemlich Großes und ja, dann gehen wir dahin. Bis ins nächste Video. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Warum spielt die Endcut nicht ab? Alles klar. Gut, wenn die Endcut nicht abspielt, dann gehen wir noch zusammen zum Spawn und jetzt sollte die Endcut funktionieren. Nein, Endcut will man noch nicht. No. Why is not Endcut working? Ah, jetzt aber. Na dann, ciao, Leute.